Willkommen, liebe Gamer. Heute einmal 28 Supercontainer zur Geburtstagsfeier von World of Warships für euch geöffnet. Anschließend noch ein bisschen Schiffe versenken mit ein paar Tipps, wenn ihr möchtet. In meiner noch kurzen Spielzeit von 2 Jahren sind, denke ich, 28 Zehner und Superschiffe doch eine ansehnlich gesammelte Anzahl, wobei ich kein einziges Schiff hier in diesem Spiel gekauft habe. Schauen wir einmal, ob die seltene Chance besteht, ein Schiff zu erhalten, oder ich würde mich auch über Dublonen, zum Beispiel für die bald kommenden Black Friday Container, sehr freuen. Legen wir los. Jawohl, ein bisschen mehr Luftverteidigung kann nicht schaden. Und 100 Mal November Foxtrot, die Vorbereitung lade. Zeit ist ein bisschen kürzer, okay. So ein paar Signale kann man ja auch gerne nehmen, aber lieber India Delta, das wäre mir dann doch schon lieber. Ey, das geht schon los. 1000 Dublonen nehme ich gerne mit. Wie gesagt, Black Friday Container, ich komme. Vielleicht so ein paar Schiffe wären da echt schön drin bei den Black Friday Containern. So eine Jean Bart zum Beispiel oder eine Alaska wäre schon echt geil. Oh, nochmal Dublonen, sind wir bei 2000 Dublonen, nehmen wir gerne mit. Von mir aus kann es auch nur Dublonen sein, braucht kein Schiff zu sein. Das wäre auch cool. Und eine ökonomische Boni-Kiste. Okay, weiter geht's. Und 7 Tage Premium-Spielzeit. Das wird für die sicherlich sehr sich freuen, die sowieso immer ganz viele Kisten kaufen. Da braucht man das eher weniger. Okay, aber 7 Tage haben wir immerhin da. Und seltenen verbrauchbaren Bonus haben wir auch. Credits, auch gut. Na, November Foxtrot. Nochmal, dann haben wir jetzt 200 davon. Na gut, ist dann eben so. Und nochmal einen ökonomischen Boni. Und was haben wir jetzt? Nochmal ökonomischen Boni. Freie EP, auch immer gut, kann man schön verwenden für alles Mögliche. Und nochmal 1000 Dublonen, sind wir bei 3000 Dublonen. Das freut mich, das ist cool, nehmen wir. Und nochmal einen Boni, ja, den wird es eben oft geben. Ja gut, die Chance für ein Schiff ist auch extrem gering, das muss man schon mal sagen. Kohle, jawohl, 15.000 Kohle. Auch nicht schlecht. Und nochmal 100 Mal November Foxtrot. Hatten wir jetzt irgendwie doch schon öfters. Déjà-vu? Und November Foxtrot. Wer hätte es gedacht? Habe ich da irgendwie eine Flatrate gebucht? Und jetzt haben wir 14 Tage insgesamt gesammelt an Premium. Machen wir weiter. 100 Mal X-Ray Papa Unakone. Der Nebelerzeuger. Na gut, für ein DD zum Beispiel unter anderem ist das auch eine schöne Sache. Und nochmal Kohle. Da sind wir bei 30.000 Kohle. Und was geht's weiter? Nochmal Kohle. Sind 45.000 Kohle. Okay. Sammelt sich. Dann haben wir wieder einen seltenen verbrauchbaren Bonus. Kapitäns-EP 800%. Gern genommen. Und nochmal 7 Tage Premium, sind wir jetzt bei 21 Tagen. Und, oh, ein Schiff, Exeter. Oh, der Sound kommt jetzt später, wenn man die Kiste öffnet, nicht sofort. Auch nicht schlecht, macht so ein bisschen mehr die Spannung, nimmt es nämlich nicht raus, wenn der Sound schon kommt, dass man da ein Schiff und einen Kapitän bekommen hat. Na cool. Gut, es ist nur ein Fünfer, aber ich will nicht meckern, immerhin, es ist ein Schiff. Machen wir weiter. Und nochmal 1000, sind wir bei 4000 Dublonen. Auch cool. Nehmen wir. Was kommt jetzt? Nochmal Kohle. Oh, jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt. 45 sind wir jetzt bei 60.000 Kohle? Ich glaube schon. 60.000 Kohle. Und nochmal Spielzeit. Das sind 4 mal 7 Tage. Na gut, kommt doch so langsam. Mal lange spielen für. India X-Ray, das nehme ich sehr gerne.
Ja, ich kaufe eh meist einmal im Jahr zu Weihnachten diese vergünstigten Premium-Spielzeit. Ich glaube, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das sammelt sich dieses Jahr so durch. Und nochmal, 5 mal 7 Tage. Okay, das sind dann mal schon über einen Monat. Weiter. Und 6 mal 7 Tage. Okay, Spielzeit ist da. Ach, jetzt kommen dann die anderen Container. Da sind wir durch mit den 28 Containern. Ich denke, da mit 4.000 Dublonen und 60.000 Kohle sowie einiges an Boni ist das doch eine coole Sache gewesen. Und ich denke, bei den Rest lassen wir mal schneller durchlaufen. Und dann kommen wir jetzt gleich nochmal zu dem Schiffe versenken Thema. Da kann man nämlich ein paar Tipps haben. Ich denke, das Spiel kennen wahrscheinlich auch ganz viele und spielen auch welche ganz gerne. Ich denke mal, das ist doch eine gute Variante. Dann lassen wir das nämlich gleich mal krachen. Okay. So, legen wir los. Starten wir. Den Angriff gibt es in der Waffenkammer. Dort kann man damit loslegen. So, ich gehe erstmal quer durch die Bude durch. Der Louis ist mein Bordgegner. Ich muss. Oh, gleich was getroffen. Das ist ja cool. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das noch weitergeht. Schiffe versenken, denke ich, kennen ja. Oh, da haben wir schon mal einen Dreier erwischt. Am besten ist es da hier. Oh, gleich noch einen erwischt. Am besten ist es hier, den Zweier zu erwischen. Weil ihr seht ja, dass ich jetzt immer mal einen Abstand gleich lassen werde. Weil ich so. Jawohl, das ist weg. So, lasse ich immer einen frei, weil dann Zweier kann sich ja da nicht mehr verstecken. Also optimal ist es, wenn man den Zweier frühzeitig erwischt. Das ist natürlich Glückssache, muss man natürlich sagen. Aber so mache ich wie so ein Gitternetz und nicht gleich alles auf einmal als Tipp. Und schauen wir mal, ob wir hier gewinnen können bei sowas. Oh, jawohl, gleich noch einen erwischt. Da ist nix. Ich kenne das eigentlich auch nur, das Spiel, dass wenn man einmal einen Treffer hat, dass man dann gleich weitermachen darf. Das ist hier bei World of Warships nicht so. Da darf immer der Gegner erst nochmal machen. Aber ich denke, es ist wie eine Spielregel eben. Kann man machen, wie man möchte. So, jetzt gehe ich mal quer durch die Bude hier durch. Mal sehen. Da ist schon mal nichts. Ja. Und ihr seht, mache ich wie so ein Gitternetz. Und hier mache ich es noch nicht ganz richtig. Ich müsste nur jeden dritten anklicken, aber das mache ich dann besser. Na gut, machen wir mal woanders weiter. Ui, super. Da haben wir mal Glück gehabt. Er hat aber auch schon drei bei mir am Wickel. Ich habe jetzt immerhin seinen vierten am Wickel. Aber sein Zweier habe ich nämlich auch erwischt. Das heißt, oben brauche ich nicht mehr weiterzumachen. Da brauche ich nur noch dort weiterzumachen. Da wird nichts mehr sein können. So, jetzt muss ich nur noch die Dreier gucken. Nochmal quer durch. Da brauche ich ja nicht mehr so viel zu machen. So, da habe ich hier zwei, die ich natürlich freilassen kann. Dann muss ich da oben nochmal gucken, ob da noch ein Dreier drin ist. Sind hier zwei Dreier mit dabei. Ne, einen weiter noch. Ja. Ui, jawohl. Das ist ja cool. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Autospielen, also dass der Computer für einen spielt, weil das zieht sich ja schon ganz schön in die Länge hier bei 15 Pässen. Das ist ja schon ewig, dass es mal braucht. Und hier hat irgendwie mal das Spiel gehangen. Komischerweise. Hier nochmal irgendwo anders hinklicken. Jetzt hat das geklappt. Na, und gewonnen. Sieg. 28 Festtagsmarken. Das ist nicht besonders viel, aber na gut, dann ist es halt so. Tja. Hier kann man jetzt keine Schiffe direkt nebeneinander setzen, sondern es muss immer ein bisschen Platz sein dazwischen. Das ist auch die typische Regel dazu. Ich werde die mal alle jetzt so ein bisschen in eine Ecke schieben. Mal sehen. Vielleicht findet das dann nicht so schnell, meine Schiffe. Autogefecht, wie gesagt, hatte ich jetzt woanders mal noch getestet. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen, habe ich überwiegend auch gewonnen. Hat man nicht so viel zu tun. Na gut, machen wir mal weiter. Ein Spiel machen wir noch und dann ist, denke ich, dann ist gut. Dann freue ich mich auf, wenn ihr mal erzählt, was ihr aus euren Supercontainern gezogen habt. Gerne mal noch posten. Ich mache ja sonst eher solche Sachen eher selten hier in dem Spiel. Eher nur dann. Jawohl, noch einen erwischt. Eher nur dann, wenn es wirklich was Besonderes war, wie das letzte zum Beispiel mit der Ohio, die 352.000 Schaden sind. Das ist schon mal der richtige Brüller. Das dürfte auch so schnell nicht wiederkommen. Aber es war richtig schön. Das hat Spaß gemacht. So, ich mache wieder so ein Gitternetz daraus. Die Sache, die er hier macht, der Computergegner, da so quer durch, ist auch nicht schlecht. Ist nämlich genau das Gleiche. Da würde er ja auch immer nur den zweiten nehmen. Oh, jetzt hat er ein Schiff von mir erwischt. Ich auch. Ein zweites bei ihm. Sehr schön. Da ist es nicht. So, jawohl. Und? Da ist es nicht. Dann geht es nach unten weiter. Das ist ein größerer. Das ist sein Fünfer. Wie gesagt, das ist das Schönste, wenn man es schafft, den Zweier zu erwischen.
Weil dann braucht man ja nicht mehr jedes zweite Kästchen, sondern nur jedes dritte Kästchen anzuklicken. Hm, den muss ich leider da jetzt auch noch nehmen. Und da ist nichts. Oh, ja, das dritte Schiff bei mir. Oh, ich aber auch. Und, jawohl. Ah, da ist der Zweier. Jetzt heißt es, jetzt reicht es nur noch drei zu nehmen. Oh, da ist dein vierter. Na, mal schauen. Dann haben wir den Dreier erwischt. So, jetzt brauche ich nur noch alle drei zu machen. Oh, jawohl. Und da habe ich den nächsten erwischt. Der muss quer sein. Das muss ja ein Dreier sein. Und, haben wir es geschafft? Jawohl. Und Sieg. Ich hoffe, es hat euch das hier gefallen. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Hübschen. Bye, bye.